Einen schönen guten Morgen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar aus unserer Reihe im Frühjahr 2024, die in Kooperation mit dem BEVH, dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, stattfindet. Das Thema des heutigen Webinars zum E-Commerce ist DSA in der Praxis von Online-Händlern. Ihre Referenten sind Marlene Schreiber, Partnerin und Fachanwältin für IT-Recht und Dr. Martin Schirmbacher, ebenfalls Partner und Fachanwalt für IT-Recht, hier bei Herzing Rechtsanwälte. Nur kurz ein paar Worte zu mir und zur Organisation aus dem Off. Mein Name ist Max von Wedelstedt. Ich bin Student hier bei Herzing Rechtsanwälte und organisiere die Webinare. Etwa die letzten 5 bis 10 Minuten sind für Ihre Fragen vorgesehen, die Sie gerne während des Webinars im Chat stellen können. Sie erhalten im Anschluss an die Veranstaltung eine E-Mail mit der Präsentation als PDF, den Kontaktdaten der Referenten und einem Link zur Aufzeichnung auf YouTube, falls Sie was verpasst haben sollten. Und damit gebe ich das Wort ab an Marlene und Martin. Ja, herzlich willkommen auch von uns beiden. Danke dir, Max, heute zu unserem Digital Service Act im E-Commerce, in der E-Commerce-Praxis. Es geht um die Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie, Gesetze über digitale Dienste heißt. Man könnte jetzt meinen, wir sind ein bisschen spät mit dem Digital Services Act, weil den gibt es ja schon eine Weile. Tatsächlich ist er aber erst voll anwendbar seit dem 7.2. dieses Jahres. Und wir merken in der Beratungspraxis, dass insbesondere die nicht ganz so großen vielleicht etwas später angefangen haben, als sie es hätten tun sollten und da eine Menge Beratungsbedarf ist und aber auch bei den großen Mandanten durchaus noch nicht alles getan ist und einige Fragen bestehen. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Hier eine kleine Übersicht, was wir besprechen wollen. Wir kommen nicht umhin, einmal uns die Theorie anzugucken. Da wird es auch einen kleinen Ausflug geben in die Umsetzung digitale Dienste im deutschen Recht. Wir wollen uns die Theorie dann aber anhand von ein paar Use Cases angucken, damit wir den Praxisbezug haben und Sie nicht nur mit dem trockenen Rechtszeug langweilen müssen. Und am Ende müssen wir uns wohl auch einmal nochmal mit den Risiken beschäftigen. Und wie Max schon sagte, sollen Ihre Fragen auch nicht zu kurz kommen. Genau, und ich nehme dann mal die Einordnung des DSA in die EU-Datenstrategie vor und zeige eine Folie, die jedenfalls die von Ihnen, die beim letzten oder vorletzten Mal, jedenfalls als es um den Data Act ging, schon dabei waren, schon kennen. Ja, DSA ist schon eine Weile anwendbar, Marlene hat es gerade gesagt, Kraft schon noch viel länger. Ja, spätestens seit 17. Februar diesen Jahres gilt der DSA eben für alle Unternehmen, ob und in welchem Umfang für Online-Shops, werden wir gleich hören. Uns kommt es mit dieser Slide hier nur noch mal ein bisschen darauf an, zu zeigen, ja, wo das Digital- und Datenpaket der EU so hingeht, in welche Vorschriften es alles so gibt. In ja, DMA, DSA haben wir jedenfalls den DSA heute am Start, Digital Governance Act und Data Act, auch schon relativ weit fortgeschritten. Ja, hatten wir zum Teil beim letzten Mal AI Act, kommen wir ganz zum Schluss nochmal dazu, können wir jetzt schon mal Werbeblock machen. Macht ihr jetzt in Anfang Juni nochmal ein extra Webinar dazu? Gibt es dann auch in der E-Mail, die es im Nachgang gibt, nochmal den Anmelde-Link. DORA und NIS2 beschäftigt vor allen Dingen unsere Cyber-Security-Kollegen. Auch da gibt es ja nächste Woche noch ein Webinar, wenn auch mehr aus der tatsächlich Inzidenz. Brille. Ja, und dann kommt das digitale Dienstegesetz, haben wir hier nochmal mit aufgenommen, weil es eben das deutsche oder die deutsche Flankierung dessen ist, was der DSA so hergibt. Ja, worum geht es da generell? Ich glaube, mit den Zielen müssen wir uns jetzt hier nicht befassen. Es geht darum, dass es nicht nur einen Binnenmarkt für den Warenverkehr geben soll und den freien Dienstleistungen, sondern eben auch digitale Dienste innerhalb der EU ein möglichst grenzenfreies Hin und Her geben soll. Und ja, damit vielleicht genug der Vorrede. Noch ein Lifehack, wenn Sie heute nicht viel mitnehmen, ja, wen es genauso nervt, dass wenn der DSA schreibt, Word, PowerPoint und Outlook daraus immer das machen, ja, unter Dateioption, Dokumentenprüfung, Autokorrekturoption finden Sie diese Liste und da können Sie einfach den DSA oder das DSA herausnehmen, weil es sich ja gar nicht um einen Tippfehler handelt.
Dann aber zum neuen DDG, digitale Dienste im deutschen Recht. Und ja, man staunt ein bisschen, die digitalen Dienste finden sich jetzt praktisch in jedem Gesetz, jedenfalls in allen Gesetzen, wo vorher von Telemedien die Rede war. Telemedien, ein Begriff, an den wir uns jetzt ganz gut gewöhnt haben und so halbwegs im Blick hatten, was das eigentlich sein soll, gibt es nicht mehr. Es sind jetzt die digitalen Dienste, ohne dass da jetzt eine Änderung mit verbunden wäre. Aber die Telemedien werden durchgängig bis hin zur Futtermittelverordnung abgeschafft und eben durch digitale Dienste nach dem Digitale Dienste Gesetz, dem DDG eben ersetzt. Und das DDG ist tatsächlich diese Woche, ganz konkret gestern, in Kraft getreten, am Dienstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Deshalb dachten wir, wir nehmen es hier noch ganz kurz mit rein, weil es thematisch auch halbwegs passt. Das DDG hat ja eigentlich zum Inhalt zu regeln, welche Behörde in Deutschland für die Durchsetzung wiederum des DSA, also der Verordnung auf europäischer Ebene, zuständig ist. Das wird die Bundesnetzagentur sein in großen Teilen. Deutschland ist ja immer nicht ganz so einfach, Föderalismus und so weiter, deshalb bleiben da noch ein paar Zuständigkeiten woanders hängen. Aber im Wesentlichen Bundesnetzagentur, da gibt es da viele, viele Paragraphen um eine Koordinierungsstelle. Aber was es eben auch gibt, sind die Paragraphen 1 bis 6, die weitgehend, oder 2 bis 6 eigentlich, weitgehend vergleichbar bisher im Telemediengesetz enthalten waren. Und dieses Telemediengesetz wird es auch nicht mehr geben, sondern eben durch das digitale Dienstegesetz ersetzt werden. Das heißt, ja, die Erpressungspflicht, die wir sicher alle kennen und sich seit Jahren aus 5TMG ergibt, wird sich also in Zukunft im DDG finden. Die Älteren werden sich noch an das IUKDG oder das TDG erinnern. Die Erpressungspflicht hat schon ein paar Wandlungen durchlaufen, ohne dass sie wirklich verändert hat. Also Erpressungspflicht jetzt in 5TMG. Genauso wird es nicht ganz so lange existente TTDSG, also Telekommunikations-, Telemediendatenschutzgesetz, ersetzt durch den etwas zungenbrecherischen TDDDG, also Telekommunikations-Digitale Dienste-Datenschutzgesetz, ohne auch da, dass sich da groß was ändert. Aber wenn Sie, da haben wir gestern einen kurzen Website-Beitrag dazu gemacht, zum Beispiel in Ihren Cookie-Hinweisen oder in der Datenschutzinformation irgendwas vom 25 TDDSG zu stehen haben, sollten Sie das ändern und auf TDDDG umschwenken. So, so. Immer wenn ich TDDDG höre, möchte ich TKKG sagen, aber das ist okay. Eigentlich richtig. Das ist noch was anderes. Ja. Richtig, und ja, ich näher mich ja neuen Gesetzen immer, indem ich mal ins Inhaltsverzeichnis schaue. Das Inhaltsverzeichnis habe ich Ihnen jetzt hier mal so ein bisschen aufgeschrieben. Wie gesagt, bei 1 sind die Begriffsbestimmungen drin. Ja, anwendbares Recht findet sich in Paragraphen 2, das ist auch in Paragraph 3 des Herkunftsprinzip geregelt. Impressumspflicht in 5, der 6 ist die gleiche Vorschrift, die schon im 6TMG drin stand, noch ein bisschen ergänzt um audiovisuelle Dienste, wo es also um die Abgrenzung geht, wo es Influencer-Marketing drin geregelt ist und so weiter. Und dann die Einzelnen, und wir sehen es schon an den Normen, Anzahl der Zuständigkeiten, Befugnisse und Verfahren nehmen die Haupt, den Hauptraum hier ein, wenn es darum geht, welche Regelungen denn jetzt im DDG drin sind. Gut, so viel vielleicht zur Vorrede. Und dann aber zu der eigentlich heute interessierenden Frage, nämlich wann fällt Ihr Unternehmen denn nun eigentlich unter den Digital Services Act? Ist eine wichtige Frage, aber wenn Sie nicht drunter fallen, müssen Sie sich mit den einzelnen Vorschriften nicht beschäftigen. Ist aber auch gar nicht so einfach, das festzustellen, zumindest teilweise. Der Anknüpfungspunkt, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, ist immer, dass es um Informationen Ihrer Nutzer geht. Ja, und da muss man vielleicht vorher wissen, wenn man sich dem so ein bisschen nähert, dass der DSA die Dienste, die angeboten werden, die digitalen Dienste, in verschiedene Gruppen einteilt. Wir haben mal versucht, das hier so ein bisschen mit unseren als Juristen beschränkten grafischen Fähigkeiten darzustellen. Marlene, ja, mag meine PowerPoint. Ich wollte nicht sagen, dass du beschränkte grafische Fähigkeiten hast, aber da haben wir vielleicht noch Luft nach oben. Aber was die Grafik sehr schön ausdrückt, Martin, ist, dass die Pflichten, die der DSA festlegt, nach naja, so einer Art Matroschka-Prinzip funktionieren. Ja, also das sozusagen weiteste Feld sind die Vermittlungsdienste. Und je konkreter wir werden, je sozusagen
je spezifischer die Rolle wird, desto mehr Pflichten kommen dazu. Das haben wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter. Aber wichtig ist zu verstehen und zu wissen, zentraler Adressat des DSA sind Anbieter eines Vermittlungsdienstes. Ja, also es wird so schön definiert, Dienstleistung der Informationsgesellschaft. Also im Grunde jede Leistung, in der Regel gegen Entgelt, elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines Empfängers erbrachte Dienstleistung. Entgeltlich ist da nicht so zu verstehen, dass der Nutzer zahlt, um ihre Website zu besuchen, sondern es muss einen kommerziellen Hintergrund haben. Ja, ich mache das eben nicht aus Spaß an der Freude, sondern ich möchte da in irgendeiner Form Geld verdienen. Das ist auch ziemlich weit zu verstehen. Für den E-Commerce vor allem relevant sind die Hosting-Dienste. Ja, also wenn Sie eben als Vermittlungsdienst von Nutzern bereitgestellte Informationen in deren Auftrag speichern, das können Cloud-Dienste sein oder Web-Hosting-Dienste, im Grunde alle Dienste auch, die den Austausch von Informationen und Inhalten ermöglichen. Ja, wenn Sie als Software-as-a-Service-Anbieter die Möglichkeit eröffnen, dass der Kunde sich selbst Webseiten erstellt und die nutzt. Und eben auch im E-Commerce, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Weitere Pflichten ergeben sich dann für Online-Plattformen. Auch darüber müssen wir im E-Commerce natürlich sprechen. Also ein Hosting-Dienst, der im Auftrag eines Nutzers Informationen speichert und öffentlich verbreitet. Ganz klassisch, ja, Social-Media-Plattformen, aber auch, eben auch E-Commerce-Plattformen können da in bestimmten Fällen drunter fallen. Und dann gibt es noch die sehr großen Plattformen und Suchmaschinen, da wollen wir jetzt heute nicht drauf eingehen, soweit Sie das betrifft, werden Sie das wissen. Die EU-Kommission hat 17 sehr große Online-Plattformen und 2 sehr große Online-Suchmaschinen ermittelt und festgelegt. Wenn Sie da nicht drunter fallen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht so ist, auch ziemlich groß. Genau, bevor wir jetzt auf die Einzelheiten kommen und tatsächlich zu der Frage kommen, wann bin ich denn als normaler Online-Shop drin in dem Digital Services Act, da werden wir nochmal auf ein paar Punkte eingehen. Einmal durch die Pflichten gescannt und wir haben uns das so überlegt, dass wir dann anhand von Beispielen auf einzelne Pflichten noch eingehen, aber sozusagen jetzt zweimal das Grundprinzip, einmal welche Dienste gibt es überhaupt, von Vermittlungsdienst bis ganz große Online-Plattform. Und das spiegelt sich wieder auch in den Pflichten, die der DSA vorsieht. Ja, es gibt allgemeine Pflichten, die eben alle treffen, vom kleinen Caching-Anbieter, Domain Registry, bis hin zu Google. Ja, das sind die 11 bis 15 im DSA. Es gibt die Hosting-Dienste, wo dann eben weitere Pflichten hinzukommen, eben Cloud-Anbieter. Es gibt die Online-Plattformen, die nochmal ein bisschen zerfallen. Das ist jetzt, wir sind jetzt hier sozusagen bei C3. Ja, also wo einerseits Facebook und eBay oder Amazon drin sind und dann aber eben auch, das sind die 19 bis 32, drin sind, also dann eigentlich die 30 bis 32 Plattformen, das ist dann wiederum nur Amazon und vergleichbare Marktplätze, wo eben Dritte Verträge mit Vierten schließen können. Also wir haben es unten mit dem Sternchen erklärt, also Online-Plattformen, die Verbrauchern den Abschluss von Fernabsatzverträgen ermöglichen, sind quasi nochmal ein Unterfall der Online-Plattform. Und dann gibt es die schon angesprochenen VLOBs, also die sehr großen Plattformen und sehr großen Suchmaschinen. Nur ein ganz kurzer Ritt durch die Pflichten und dann gehen wir, wie gesagt, auf einzelne ein. Auf welche wir noch genauer eingehen, sieht man an den Unterstrichen. Marlene hat einfallen lassen. Ja, also erweitertes Impressum, ja, und vielleicht generelle Bemerkung, wenn Sie im Anschluss an dieses Seminar hier merken, oh, wir fallen da doch drunter oder es lässt sich nicht ausschließen, dass wir mit unserem Online-Shop, weil wir ein umfangreiches Bewertungssystem haben, wie gesagt, dazu gleich, oder weil wir den Leuten anbieten, dass wir auch Inhalte von denen speichern, in den DSA fallen, ja, dann müssen Sie einfach ab Artikel 11 in den DSA reinschauen und die eine Pflicht nach der anderen erfüllen. Ja, immerhin die Reihenfolge ist logisch. Die Normen sind teils sehr lang, aber man bekommt schon heraus und landet dann auch bei ein paar Fragen, was der DSA gerne möchte. Und das wie ist, gesagt,
auf ein paar Fragen gehen wir dann auch gleich ein. Genau. Und der Vorteil vielleicht von diesem Gesetz ist tatsächlich, dass man das so ein bisschen als Checkliste benutzen kann, gerade weil es eben so systematisch geordnet ist. Deswegen haben wir die ja auch nochmal aufgeführt. Nicht, keine Sorge, weil wir jetzt nicht jeden Einzelnen durchgehen wollen, wie Martin schon sagt, aber Sie bekommen die Folien im Anschluss und dann kann man es tatsächlich mal so ein bisschen als Checkliste durchgehen, soweit einen das eben betrifft. Genau. Ja, 14 mit dem, befassen wir uns gleich noch auf einer Slide zu dem Thema irgendwie, was muss ich da an AGB veröffentlichen? Was ist dieses, die Norm heißt sogar allgemeine Geschäftsbedingungen in der deutschen Fassung, ein bisschen irreführenderweise. Der 15 sieht einen Transparenzbericht vor. Zusätzliche Pflichten dann eben für Hosting-Anbieter. Ja, und vielleicht den Punkt haben wir, weil wir ja heute die E-Commerce-Brille aufhaben, ein bisschen außer Acht gelassen. Eigentlich geht es beim DSA ja um die um Inhalte, wie es Marlene vorhin gesagt hat, Inhalte der Nutzer, Informationen der Nutzer und das Potenzial, dass die rechtswidrig sein können. Und dann eine gewisse ja, Vorsorge, die der DSA treffen möchte, dass eben Leute, die von rechtswidrigen Inhalten betroffen sind, sei es, weil sie beleidigt werden, sei es, weil sie von Urheberrechtsverletzungen betroffen sind, etc., eine Handhabe haben, gegen Plattformen vorzugehen. Und diese Handhabe findet sich vor allem in den Artikel 16 bis 18, dass ich eben die Möglichkeit habe, einen Meldeverfahren in Gang zu setzen und zu sagen, hey, liebe Plattform, schaut euch das mal an, das ist rechtswidrig, das kennen wir von den großen Social-Media-Plattformen schon, aber das muss man dann, müssen wir dann eben alle vorhalten. Und andererseits ist ja durch das deutsche NetzDG, also Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo halt drin steht, ja, ihr müsst löschen, ihr müsst sehr schnell löschen, wenn es offensichtliche Pflichten sind, so eine Chilling Effects eingetreten, dass einfach LinkedIn, Facebook und so weiter einfach schnell sperren, wenn sie der Meinung sind, na, das könnte schon rechtswidrig sein. Der DSA führt da jetzt jedenfalls eine Begründungspflicht ein und auch eine Remonstrationsmöglichkeit für die von der Sperrung betroffenen Nutzer, die dann sozusagen ihre Meinung nicht mehr so groß kundtun können. Spielt im E-Commerce eine untergeordnete Rolle, aber muss man halt auch im Hinterkopf behalten. Dann zusätzliche Pflichten für Online-Plattformen, ja, internes Beschwerdemanagement, dann eine Hinweisgeberfunktion, die wir aus anderen Zusammenhängen schon ein bisschen kennen. Und auf den 24 gehen wir noch gesondert ein, verpflichtende Transparenzberichte. Da gibt es tatsächlich eine Pflicht, die Sie dann alle trifft, wenn Sie eine Plattform sind, die Sie jetzt schon online erfüllen müssen. Gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein. Dann die 25, das sind die Dark Patterns, die da irgendwie so reingeraten sind, die das auch schon mal vorweggenommen, dann eben auch nur für die Unternehmen gelten, die mit ihrem Dienst unter den DSA fallen. Haben wir nachher auch nochmal einen Gedanken dazu. Bestimmte Vorgaben für Online-Werbung, wo es halt nicht einmal in erster Linie darum geht, dass da jetzt Werbeanzeigen auf der Plattform sind, sondern eben, wie man damit umgeht, dass es ein, dass man dort verschiedene Anbieter auf der Plattform hat und vielleicht den einen bevorzugen möchte, weil er dafür bezahlt. Und das soll dann eben kenntlich sein. Transparenz von Empfehlungssystemen, großes Thema für die EU-Kommission, die natürlich erkannt haben, dass Bewertungen, Empfehlungen eine entscheidende Rolle spielen bei der Kaufentscheidung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und dann noch besondere Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger und dann last not least die Pflichten für Marktplätze. Auch auf den 30 gehen wir ein, wo es darum geht, dass ich bestimmte Informationen über die Leute, die Anbieter sind auf meiner Plattform, einholen und veröffentlichen muss. Dann gibt es noch so ein paar Technikgestaltungsthemen und den 32, auf den wir jetzt heute nicht noch groß eingehen. Und damit zu der entscheidenden Frage, zu dem wahrscheinlich viele von Ihnen hier sind, nämlich wann ist mein Online-Shop ein Hosting-Dienst oder ein Vermittlungsdienst, der zugleich ein Hosting-Dienst ist und damit unter den DSA fällt? Genau, das ist die spannende Frage und eine Sorge können wir vielleicht einigen schon mal nehmen. Also wenn Sie ein reiner Shop sind, dann ist die klare Antwort, nein, sie fallen nicht unter den DSA. Jetzt gucke ich mal kurz, droppen jetzt die Teilnehmendenzahlen. Nein, es bleiben die Leute noch drin. Also wenn ich einen reinen Shop habe, ohne, ich sage jetzt mal, weitere Funktionen, wo ich wirklich nur Ware aussuche, die kaufe, bezahle und dann zugeschickt bekomme, dann muss ich mir um den DSA erstmal keine Gedanken machen, weil wesentlich ist, hatte das vorhin schon mal angesprochen,
Werden Inhalte von Nutzern in deren Auftrag gespeichert? Das ist die zentrale Frage, die man sich stellen muss. Speichern heißt dabei, es muss keine lange Speicherung sein, ja, kein Zeitraum. Ausreichend ist auch kurzzeitig, wenn das eben nicht nur eine unerhebliche Zwischenspeicherung ist. Ja, aber ob ich die Daten jetzt eine Stunde, Tage, Wochen oder Monate oder Jahre Speicher ist, dann ist nicht wesentlich. Es ist auch erstmal gar nicht erforderlich, zumindest für den Hostingdienst, dass diese Daten irgendwie oder Inhalte Dritten zugänglich gemacht wird, sondern wesentlich ist, dass sie im Auftrag des Nutzers gespeichert werden. Im Auftrag ist da untechnisch zu verstehen, ja. Das muss kein offizieller Auftrag oder Wet Ink Vertrag geschlossen werden, sondern es muss eben im Interesse des Nutzers sein, was im Umkehrschluss heißt, es ist eben nicht im Auftrag des Nutzers, wenn ich das aus eigenem Antrieb mache. Ja, also wenn ich eben ein Benutzerkonto anbiete oder der Nutzer bei mir im Onlineshop ein Benutzerkonto erstellen kann und ich diese Daten oder Informationen, die da hochgeladen werden, dazu nutze, um meinen Vertrag zu erfüllen zum Beispiel, dann ist das eben nicht der Fall. Ja, also Nutzerdaten, Kundenkontaktdaten, die Ermöglichung der Bestellung oder die Bestellung ermöglichen, fallen da ganz eindeutig nicht runter. Aber es wird dann halt irgendwann, ich sag mal, kommen wir in so eine Grauzone, wo wir diesen eindeutigen Bereich verlassen, nämlich dann, wenn immer mehr Elemente hinzutreten, wenn mehr Informationen von Nutzern gespeichert werden können und es vielleicht nicht mehr ganz so eindeutig ist. Ist das eigentlich noch der eigene Antrieb oder ist das eben schon im Auftrag des Nutzers? Und dann kann es eben, können wir eben dazu kommen, dass wir austreten aus der ganz klaren Beurteilung. Was könnte das so ein Fall zum Beispiel sein? Naja, also ein Online-Shop, der in irgendeiner Form Bewertungssysteme oder Kommentare erlaubt. Ja, je umfangreicher das ist, desto eher bin ich eben in diesem Hosting-Dienstbereich. Ja, wenn ich mir, nehmen wir uns mal diese Grafik als Beispiel, wenn ich meinen Kunden ermögliche, ein Kreuz zu machen, ob ich das Produkt mit einem oder mit 5 Sternen bewerte, dann finde ich, Martin, bist du meiner Meinung, kann man noch gut vertreten, dass es nicht der Fall ist. Ja, nicht, es fehlt halt nur an dem Auftrag. Ich speichere ja die Informationen, der Kunde hat jetzt hier seine Bewertung abgegeben, nicht um dem Kunden dann einen Wiederzugriff zu gewähren oder aus irgendwelchen Interesse, die der Kunde hat, sondern ich speichere das ja eigentlich, um Produktqualität transparent zu machen. Genau. Ja, aber je umfangreicher das eben wird, je mehr das eigene Inhalte sind, ja, also wenn ich zum Beispiel die Kommentarfunktion erlaube in einem sehr, sehr umfangreichen Umfang, wenn ich ein Forum betreibe für meinen Online-Shop, wo ich eben die Nutzer dazu animieren möchte, teilzunehmen und sich zu äußern und mitzumachen, dann sind wir da eben ganz schnell drin. Ja, und dann sind wir vielleicht auch schon im Online-Plattform-Bereich, aber dann kommen wir mal später zu. Also das könnten zum Beispiel sein, immer wenn Sie tatsächlich in die Transaktionsplattform gehen, also eBay, ganz klassisches Beispiel. Ja, wenn ich da eben den Kunden auf meiner Plattform ermögliche oder auf meiner Seite ermögliche, Verkaufsangebote zu erstellen oder ein Verkäuferkonto zu erstellen. Ja, dann ist es zwar auch, dann stelle ich nur ein Benutzerkonto, aber eben nicht, um meine Daten zu speichern, damit sie mir Ware zuschicken können, sondern damit ich selber als Verkäufer stattfinden kann. Ja, auch Internet-Aktionsplattformen, also wenn Nutzer selbst Videos, Texte und Bewertungen hochladen können, ja, YouTube kennen wir alle, ist so ein Beispiel. Anders ist das aber, wenn ich einfach zum Beispiel nur Verlinkungen aufnehme auf meiner Seite, dann fehlt es ja schon an der Speicherung des verlinkten Inhalts, aber das wäre sozusagen das andere Extrem. Ein paar andere Beispiele haben wir hier noch mit, also Do-it-yourself-Anleitung, wenn ich jetzt eben einen Online-Shop für Baumaterial betreibe und meine Kunden dort ein Forum bekommen, wo sie ihre eigenen Anleitungen hochladen können oder Videos, wie sie bestimmte Dinge machen, dann sind wir eben schon in diesem Bereich. Genau, in diesem Zusammenhang, wenn ich eben in den Bereich des Hosting-Dienstes komme, dann stellt sich die Frage, was ist mit den AGB? Martin hat das vorhin gesagt, Artikel 14 macht da ziemlich klare Vorgaben zu Mindeststandards, die erfüllen müssen. Hat vor allem das Ziel, dass es mehr Transparenz bei den Nutzern schafft. Also es geht da vor allem um Inhalte, Moderation, die müssen in AGB niedergelegt sein. Und Martin, du hast es auch schon angedeutet, AGB ist in dem Zusammenhang ein bisschen irreführend, weil wir natürlich an unser AGB-Recht denken. Im Sinne des DSA sind AGB alle Klauseln, die vertraglichen Beziehungen zwischen Anbieter und Nutzer regeln, egal wie sie bezeichnet sind oder welche Form sie haben. Das müssen also nicht die klassischen Shop-AGB sein oder Nutzungsbedingungen sein. Das können auch zum Beispiel Gemeinschaftsstandards sein, die verlinkt werden. Die müssen aber irgendwie halt in diesem
Verhältnis stattfinden. Und da müssen Angaben zu möglichen Beschränkungen in Bezug auf die vom Nutzer bereitgestellten Informationen geben. Ja, also wann werden Inhalte entfernt, wann kommt es zu einer Kontosperrung und so weiter. Und wichtig ist, sich zu merken, dass man dabei auch als Unternehmer eben den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten muss. Also bei der Anwendung und Durchsetzung der in diesen AGB genannten Beschränkungen oder Guidelines genannten Beschränkungen muss ich eben die Interessen auch des Nutzers berücksichtigen. Und ich muss, wenn ich diese AGB habe, über wesentliche Änderungen informieren. Das ist dann wieder so ein bisschen spannend. Ja, was ist eigentlich wesentlich? Wohl mindestens, wenn es irgendwie einen unmittelbaren Einfluss auf die Nutzung des Dienstes hat, aber ansonsten kann es schon auch ein fließender Übergang sein. Und die Frage ist dann häufig auch, wie? Ja, wie mache ich, wie informiere ich denn darüber, dass die AGB sich geändert haben? Das Gesetz sagt in geeigneter Weise, das ist immer sehr hilfreich. Das kann per E-Mail passieren oder auch per Pop-up. Das ist nicht die klassische AGB-Änderung, die Sie kennen, wenn wir eben über Online-Shop-AGB oder Nutzungsbedingungen sprechen, wo wir im Grunde eine Zustimmung des Kunden brauchen. Es ist noch ein bisschen unklar, inwieweit diese Vorgaben auch AGB-rechtliche Wirkung haben. Also wir haben ja das deutsche AGB-Recht, das Privatrechtsgestaltende sozusagen, und das DSA ist sozusagen das Aufsichtsrechtliche. Da sagt der DSA auf der einen Seite, naja, also der DSA soll das Verbraucher- und ausdrücklich auch das AGB-Recht, das nationale AGB-Recht unangetastet lassen. Auf der anderen Seite wird aber bei den Erwägungsgründen auch gesagt, dass die Vertragsfreiheit nur grundsätzlich durch den DSA geachtet werden muss und eben im angemessenen Umfang, Inhalt, Anwendung und Durchsetzung im Interesse von Transparenz, Nutzerschutz und so weiter diesen Vorgaben auch zu unterwerfen hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, was will ich damit sagen? Wir müssen wohl davon ausgehen, dass der DSA das AGB-Recht nicht direkt beeinflusst, aber wir werden es wohl bei der AGB-Kontrolle jedenfalls mittelbar berücksichtigen müssen. Ja, und wenn ich eben diese Moderationsvorgaben in meine allgemeinen Geschäftsbedingungen aufnehme, da muss ich da schon noch mal gucken, ob zum Beispiel die Klauseln in irgendeiner Form der Einbeziehungskontrolle unterliegen, also ob es überraschende oder mehrdeutige Klauseln sein könnten, die dann eben nach nationalem Recht wieder unangemessen wären. Genau, ansonsten zur Form, Sie kennen das schon, es muss alles einfach klar und so weiter. Also man muss es halt verstehen und bei sehr großen Online-Plattformen muss es dann noch in maschinenlesbarer Form öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Der Zweck ist fraglich, aber da halten wir uns jetzt nicht mit weiter auf. Genau, ich glaube, wir sehen hier die Fragen parallel und machen Sie da brav weiter mit. Ja, nur vielleicht nochmal zur Erläuterung oder du machst erstmal den Case hier noch, den wir als nächstes haben, und dann gehen wir vielleicht nochmal auf ein paar Punkte ein, um die Abgrenzung da aus unserer Sicht noch mal ein bisschen zu schärfen. Also vergleichsweise eindeutiger Fall ist der hier. Genau, das ist, war noch mal so ein Beispiel zur Verdeutlichung. Ja, also wenn wir darüber sprechen, wenn wir einen Vermittlungsdienst oder einen Hostingdienst haben, ist ja maßgeblich, ob die Informationen, die der Nutzer bereitstellt, eben gespeichert werden in seinem Auftrag. Ein Beispiel wäre der Service, dass ich eben ein Fotoalbum erstellen kann, ja, um das machen zu können, muss ich ja Fotos hochladen, die müssen zumindest vorübergehend dann auch gespeichert werden, damit sie eben ausgedruckt werden können. Denkbar ist es auch bei Videos, wobei da tatsächlich, glaube ich, hatten wir gestern in der Vorbesprechung, war dein Beispiel, ne, wenn man Video hochlädt und sich einen QR-Code da ausdrucken lässt, um den an Freunde zu verteilen, dann haben wir das gegebenenfalls nicht, weil dieses Video gar nicht gespeichert wird. Ja, doch, das wird gespeichert. Das ist richtig, sorry, genau, weil es gespeichert wird. Und dann, genau. Ja, also insofern soll das nur nochmal dazu dienen, zu verstehen, dass es manchmal schneller geht, als man denkt. Und ich glaube, die Frage, auf die du dich beziehst, ist... Es sind ein paar Fragen. Ne? Ja. Eine Frage war, werde ich jetzt sozusagen durch das Hochladen von Produktfotos... gerade ich jetzt, also wenn ich die Kunden Gelegenheit gebe, selber Fotos zu machen von den Produkten und die anderen zur Verfügung zu stellen, bin ich da jetzt schon Hostingdienst? Und die Antwort lautet ziemlich klar, ja. Ja, es werden Informationen, es kommt auf die Informationen der Nutzer und die Verarbeitung von Informationen der Nutzer an. Ja, und wenn ich da denen Gelegenheit gebe, Fotos hochzuladen, zum Beispiel in einem Bewertungssystem oder in einem, ja, zeig mir lustige Anwendungen, was du machst mit unserem Produkt, dann geht es in die Richtung dieser Do-it-yourself-Montage-Anleitungen, die wir als Beispiel hatten. Dann bin ich jedenfalls drin in einem Hostingdienst. Und die schlechte Nachricht ist, dass ich dann dazu dann gleich auch drin bin in dem Thema Online-Plattform, weil ich diese Informationen ja auch gleich zugänglich mache, Dritten.
und eben nicht nur speichere. Die dagegen fallen, ja, das war eine Frage war, wenn ich jetzt sozusagen den Hinweisgeber-Schutzgesetz-Hotline habe und Leute dort Informationen hochladen, ja, die wiederum, würde ich sagen, sind nicht vor allem nicht im Auftrag der Nutzer gespeichert, sondern die speichere ich als Unternehmen im eigenen Interesse, so wie ich Kunden- und Nutzerprofile im eigenen Interesse speichere. Also verständlich, dass da jetzt viele verunsichert sind, wenn ich mir die EuGH-Rechtsprechung und auf die kommt es ja dann am Ende an, so anschaue aus den letzten Jahren. Ja, es wird so sein, dass der EuGH da eher eine verbraucherfreundliche Ansicht vertreten wird und da eher, ja, je mehr Inhalte da hochgeladen werden, umso eher hochgeladen werden können, umso eher wird der EuGH meinen, dass man dann eben ein Hosting-Dienst jedenfalls mal ist. Und ja, und dann machen wir mal weiter. Und dann, Max, hast du die schwierige Aufgabe herauszufinden, welche Fragen wir schon beantwortet haben. Die anderen musst du dann uns am Ende stellen. Ja, die nächste Frage ist dann nämlich, ab wann ist ein Online-Shop auch gleichzeitig eine Online-Plattform oder eben ein Marktplatz? Das ist diese Abgrenzung, die ich vorhin kurz vorgenommen hatte. Ja, Punkt 1, ja, in unserem Beispiel nochmal mit den Do-it-yourself-Anleitungen, nehmen Sie an, Sie sind ein Baumarkt, der online vertreibt und dann eben auch dort solche Montageanleitungen zum Hochladen bereitstellt. Ja, bin ich damit jetzt sozusagen sofort eine Online-Plattform? Und die Wahrheit ist, naja, also ja, es wird ja hinzukommen muss eben, dass die, dass der, so ich bin okay, auf die falsche Folie, deshalb sehen Sie noch meine die Folie, die ich gesucht habe, die ist ja gerade auf Ihrem Bildschirm, nämlich dass hinzutreten muss, dass sozusagen eine öffentliche Verbreitung vorliegt. Und das ist natürlich der Fall, wenn ich Montageanleitungen oder eben die Fotos, wie wir es gerade besprochen haben, speichere und für andere Nutzer zur Verfügung stelle. Jetzt kommt dann auch mein Beispiel, sodass ich erstmal drin bin im Anwendungsbereich der erweiterten Vorschriften, die für Online-Plattformen gelten, es sei denn, es ist nur eine reine Nebenfunktion. Und ja, was das ist, da werden wir uns jetzt auch die Köpfe drüber zerbrechen können, haben wir vereinzelt ein Mandat schon. Und da wird man fragen müssen, naja, also wie bei den Bewertungen, das steht sogar im Erwägungsgrund drin, oder einzelne Inhalte, die halt hochgeladen werden können, die aber eigentlich mit dem Dienst als solchen nichts zu tun haben, wird man das vielleicht nicht sagen können. Oder wird man sagen, okay, das ist dann eine bloße Nebenfunktion. Aber ja, wenn es ein wesentliches Kriterium des Online-Shops ist, wodurch der sich vielleicht von anderen unterscheidet, dann wird man sagen müssen, das ist da eben nicht nur eine Nebenfunktion. Die Abgrenzung, wie gesagt, wird schwierig sein. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass, wie es schon sagte, dass der EuGH da eher sagen wird, naja, ja, seid ihr eben schon eine Online-Plattform. Und wenn ich mir dann die so anschaue, welche Folgen das hat, also welche zusätzlichen Vorschriften dann eben Anwendung finden, naja, da wird man dann schon dazu kommen können, dass das dann aus Sicht der Nutzer dann eben auch wertvoll ist, dass dann eben zusätzliche Informationen drin sind. Also je wichtiger eine Funktion, wo Sie Nutzern die Gelegenheit geben zu interagieren und Nutzern die Gelegenheit geben, eigene Inhalte, eigene Informationen, wie es im Gesetz heißt, hochzuladen und zu veröffentlichen, je wichtiger diese Funktion für Ihren Shop ist, umso mehr wird man sagen, dass das nicht ein bloßer Nebendienst ist. Ja, die in den Gesetzesbegründungen und das Standardbeispiel ist die FAZ, deren Ziel es ist, aktuelle Informationen an den Mann oder die Frau zu bringen. Die soll nicht Online-Plattform werden, weil man da Leserkommentare hinterlassen kann. Ne? Also deshalb diese Unterscheidung. Wenn man aber dazu kommt, es ist eben nicht nur eine reine Nebenfunktion, dann ist man bei der Frage, ist es ein auf was bezieht sich denn dann jetzt der DSA? Bezieht er sich, infiziert er quasi meine gesamte Plattform und muss ich dann für den gesamten Dienst den DSA anwenden? Oder kann ich sagen, es ist quasi ein abgegrenzter Dienst und nur für diesen gilt der DSA und gelten die entsprechenden Vorschriften?
Also die Vorweglösung ist wohl, dass Sie davon ausgehen müssen, dass das ein einheitlicher Dienst ist und nur wenn man wirklich sagen kann, die haben miteinander nichts zu tun, es ist ein, den kann man sozusagen auch standalone betreiben. Ja, bei meinem Baumarktbeispiel, wenn man dann also eine extra Domain hätte und es wären nur Verlinkungen auf diese Tutorials, dann würde man sagen können, okay, das ist ein gesonderter Dienst. Wenn die aber, was ja eigentlich der Sinn der Sache ist, so verwoben sind, dass ich sozusagen die besten oder die Tutorials mit den besten Bewertungen direkt bei dem Produkt integriere und einbinde über einen Link oder ja, direkt eben auf der Seite, wo auch das Produkt angeboten wird, integriert habe, wird man schlecht sagen können, dass es sozusagen ein eigenständiger Dienst ist. Mit anderen Worten, ja, dann sind Sie wegen dieser Montageanleitungen drin in den zusätzlichen Vorschriften, die für Online-Plattformen gelten. Und eine dieser zusätzlichen Vorschriften ist der 24 Absatz 2. Der dann eben für viele von Ihnen gelten wird, wenn Sie drin sind als Online-Plattform. Und das haben wir vorhin schon mal gesagt, gar kein Zweifel, ob Sie drin sind als Online-Plattform, gibt es, wenn Sie Dritten die Gelegenheit geben, auf Ihrer Plattform Dinge zu verkaufen. Ne? Also Zalando ist deshalb ganz groß im DSA drin, weil Sie eben nicht nur im eigenen Namen verkaufen, sondern auch Produkte, also weil Sie im Marktplatz sind und Leuten anderen Gelegenheit geben, Seidensticker, Hugo Boss und allen anderen auf ihrer Plattform zu verkaufen. Und wenn Sie das auch nur mit einem Unternehmen machen, sind Sie sowieso drin, dann müssen wir uns über Do-it-yourself-Anleitungen und so weiter gar nicht unterhalten. So, zurück zu dem 24, oder willst du noch was? Nee, mir fiel nur als Beispiel noch ein, was wir ja häufig haben bei Mandanten, die sich selber eher als Online-Shop verstehen, ist so dieser Community-Gedanke. Ne? Also wenn ich eben versuche, meine Kunden zu einer Community zu machen, indem ich eben bestimmte Angebote schaffe, und das hast du ja im Grunde schon gesagt, wo man sich austauschen kann, ob das ein Schminktutorial sind oder Do-it-yourself-Anleitung, ist ja egal. Da sind wir halt dann eben auch ganz schnell drin. Ja, genau. Und jetzt doch nochmal kurz zu dem 24. Und der sagt halt, also ich muss die monatlichen aktiven Nutzer angeben, die im Durchschnitt in den letzten 6 Monaten bei mir in der Plattform sind. Ja, da bin ich dann besonders als Startup oder auch als großes Unternehmen ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits will ich natürlich, dass die sich möglichst groß anhört. Andererseits will ich unter allen Umständen verhindern, dass es mehr als 45 Millionen sind, weil dann bin ich eine very large Online-Plattform. Ja, zu der Zählweise gibt es eine Leitlinie der EU-Kommission. So ganz eindeutig ist auch die nicht. Ja, führt dazu, dass man da eben sehr, sehr schnell und eher mehr Nutzer hat, als man vielleicht denkt. Also denken Sie an 2 E-Mail-Adressen und sind es dann 2 Nutzer oder einer. Und die muss im öffentlich zugänglichen Bereich der Website verfügbar gemacht werden. Ja, ich habe es gestern zufällig gesehen oder vorgestern. Douglas macht es im Impressum, ist nicht zwingend, es dort zu machen, aber wenn man sucht, man möglicherweise da suchen. Ja, und diese Zahl muss dann eben alle 6 Monate aktualisiert werden. Nächster Use Case, ja, nehmen Sie, muss ein bisschen auf die Zeit achten, glaube ich, aber nehmen Sie eine Plattform für die Vermietung von Ferienwohnungen. Und jetzt kommen wir zu einer, ja, wo halt klassischerweise Produkte von Angebote von Dritten vermietet werden sollen oder an Mann und die Frau gebracht werden sollen. Und damit bin ich ein Marktplatz. Und dann ist die Frage, die jetzt hier auch schon nachgefragt worden ist, gibt es da nicht eine Ausnahme? Ja, es gibt eine Ausnahme für Klein- und Kleinstunternehmen, aber die gilt eben nach Artikel 19 DSA nur für die Vorschriften für die Online-Plattformen. Das heißt, für die Vermittlungsdienste und die Hosting-Dienste, übrigens auch das schon mal vorweggenommen, die Hosting-Dienste sind Vermittlungsdienste. Es gibt sozusagen 3 Kategorien von Vermittlungsdiensten und da zählen die Hosting-Dienste dazu. Ja, für die gilt diese Kleinunternehmerausnahme nicht. Wann ist man Klein- oder Kleinstunternehmen? Ja, da wird verwiesen in eine besondere EU-Verordnung, wo der EU-Gesetzgeber in der Hand hat, diese Schwellenwerte dort immer anzupassen. Wann ist man Klein- oder Kleinstunternehmer? Wenn man weniger als 50 Beschäftigte und weniger als 10 Millionen Euro Jahresumsatz haben. Also wenn wir eine Online-Plattform hätten, dann wären wir da schon drüber.
schon wegen der 50 Beschäftigten, die wir mit 70 überschreiten. Also die Zahlen sind gar nicht so, also sagen wir mal, ein decent Online-Shop fällt da schon drunter, zumal da das tatsächlich auf die Anzahl der Leute ankommt und jetzt nicht auf irgendwie Planstellen. Genau. Der Hinweis auf die Zeit, der war wahrscheinlich auf mich gemünzt, weil ich mich mit den zwei ich habe ja geredet. mit den Zusatzfragen, die sich in dem Zusammenhang dann immer gerne stellen. Ja, also wir hatten ja gesagt, wir wollen ein paar Anforderungen da hervorheben. Und dann gibt es eben den Artikel 26, der eben sagt, dass für Werbung und Transparenzpflichten gelten. Also ich muss nicht nur anzeigen, dass es sich um Werbung handelt. Ich muss auch sagen, in wessen Namen und wer die bezahlt. Dann gibt es auch noch Beschränkungen, wenn ich die personalisieren will. Aber was hier ganz wichtig ist zu verstehen, ist der Werbebegriff. Also was ist denn Werbung? Dein Beispiel war eine Plattform, auf der ich Dritten ermögliche, eigene Angebote zu schalten. Sind diese eigenen Angebote dann Werbung, auch wenn die kostenlos erfolgen? Und da müssen wir uns ein bisschen verabschieden aus dem klassischen Werbebegriff, den wir und den Sie wahrscheinlich auch kennen, nämlich den aus dem OWG. Ja, wenn wir darüber sprechen, wann ist Werbung denn erlaubt und wann ist sie unzulässig. Im OWG ist Werbung jede Äußerung, die bei Ausübung eines Gewerbes mit dem Ziel getätigt wird, den Absatz von Waren oder Dienstleistungen zu fördern. Ja, also alles, was ich so von mir gebe, veröffentliche, um mein Produkt besser absetzen zu können oder meine Dienstleistung irgendwie zu bewerben. Beim DSA ist das ein bisschen anders. Der DSA versteht unter Werbung alle Informationen, die dazu bestimmt sind, die Botschaft einer juristischen oder einer natürlichen Person zu verbreiten. Also diese Absatzförderung, die im Wettbewerbsrecht wesentlich ist, die brauchen wir hier gar nicht, sondern das kann jede Botschaft sein. Und diese Botschaft muss von der Plattform gegen Entgelt veröffentlicht werden. Ja, also ich muss dafür bezahlt werden, gerade dafür, dass ich diese Informationen verbreite. Das muss aber eben keine Produktbewerbung sein, sondern es kann auch eine weltanschauliche oder politische Information sein, aber ich muss eben dafür bezahlt werden. Und da haben wir schon häufig Fragen von Mandanten, naja, muss man da nicht unterscheiden oder kann man irgendwie, kommt man da raus oder kann man zumindest die Anforderungen reduzieren zwischen Angeboten, die auf einer Plattform gebucht werden können oder solche, wo wir vielleicht nur auf Angebote auf eines Drittanbieters weiterleiten oder kann man nicht irgendwie unterscheiden zwischen den Angeboten auf unserer Plattform und Werbung, die irgendwie als Pop-up-Fenster auftaucht? Und ich mache die Antwort mal kurz, nee, kann man nicht, weil eben wesentlich ist, dass in all diesen Fällen oder wenn in all diesen Fällen eine Information gegen Entgelt veröffentlicht und gespeichert wird. Ja, und dann folgt daraus eben, dass ich das so kennzeichnen muss und ich muss eben auch die nicht nur die Person benennen, die diese Werbung in Auftrag gibt, sondern auch die sie bezahlt. Genau, das ist, da gibt es auch einen Website-Beitrag von uns zu, wer da noch mal ein bisschen weiterlesen will. Und dann gibt es noch weitere Fragen, ja, wie muss ich, wie weit muss es eigentlich entfernt sein und so weiter. Aber das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil sie eben sich unterscheidet von dem, was wir bisher kennen. Und eine wichtige Frage, die Sie ja auch aus zwei Seiten betreffen kann, ist, dass der Artikel 30 des DSA vorschreibt, dass ich eine Nachverfolgbarkeit haben muss. Also wenn ich eine Plattform habe, die Verbrauchern Fernabsatzverträge mit anderen Unternehmern ermöglicht, dann muss ich Informationen über diese Unternehmen einholen. Das ist tatsächlich eine Hohlschuld und muss die eben zur Verfügung stellen. Und da, das wollen natürlich nicht alle. Also das wollen zum Teil weder die Unternehmen, die da ihre Leistung anbieten, noch sie als Plattform. Da gibt es eine ganze Reihe von spannenden Fragen. Die erste, die da immer aufkommt, ist, naja, was heißt denn eigentlich ermöglichen? Also muss der Abschluss dieses Vertrages auch auf der Plattform erfolgen oder genügt, dass ich die Verbraucher und Unternehmen in irgendeiner Form zusammenführe oder einen Kontakt herstelle. Und darüber könnte man lange rechtliche Memos schreiben. Haben wir schon geschrieben. Ich hätte auch eine schöne Zusammenfassung, aber Sie haben Glück, wir haben nicht genug Zeit. Ich möchte es aber mal auf meine Faustregel so ein bisschen runterbrechen. Also ganz eindeutig sind wir natürlich drin, wenn wir einen Vertragsschluss über eine Plattform ermöglichen. Ja, also wenn ich bei Booking eine Ferienimmobilie oder ein Hotelzimmer buchen kann, dann sind wir da auf jeden Fall drin. Wohl auch, wenn meine Plattform daraus eindeutig darauf ausgerichtet ist, so einen Vertragsschluss zu fördern. Ja, wenn das genau Sinn und Zweck meiner Plattform ist. Wo man wohl rauskommt, ist, wenn das eine reine Weiterleitung ist. Ja, also wenn ich eine Bewertungsplattform habe und dann nur weitergeleitet werde auf bestimmte Produkte,
dann sind wir da wohl nicht im Anwendungsbereich, ja, und da ist dann auch nicht schädlich, dass ich meine Plattform besonders attraktiv mache, ja, also für Influencer zum Beispiel, um die da auf meine Plattform zu ziehen. Also wenn ich eben bei Twitter oder X, als es das noch gab, das Influencern besonders leicht mache, sich darzustellen und weiß, dass es natürlich theoretisch möglich sein kann, dass da über Direct Messages Verträge geschlossen werden, dann bringt mich das noch nicht mehr mit rein und dann muss ich diese Vorschriften nicht erfüllen. Jetzt kommen wir zu, ich glaube, Martins Lieblingsbeispiel. Der Vorbereitung hat Martin nämlich Temu kennengelernt und zum Glück ganz furchtbar gefunden, wie vielleicht die meisten. Aber Martin, es gibt da ein paar ganz spannende Anhaltspunkte, die wir an dem Beispiel genau machen können. Genau, also die Kolleginnen und Kollegen von der Verbraucherzentrale Bundesverband haben Temu abgemahnt. Wir haben jetzt in Irland, Wellco Technology Limited, und zwar unter Berufung, und wenn ich das richtig sehe, ist das erste Mal, dass der Artikel 25 DSA da tatsächlich eine größere Rolle gespielt hat, unter Berufung eben auf diese Dark Pattern Vorschrift. Temu hat eine Unterlassungserklärung abgegeben, das können Sie in der Presse nachlesen, oder Max, wenn wir daran denken, vielleicht tun wir den Link da auch nochmal nicht in die Shownotes, wie ich sonst immer sage, sondern in die Nachfass-E-Mail. Bei der Gelegenheit kurzer Hinweis auf Martins Podcast, Herting FM. Genau. Nein, aber ja, und zwei Äußerungen habe ich da mal rausgepickt aus der Pressemitteilung. Und wie gesagt, es wird kein Urteil geben, weil Temu sich da zur Unterlassung verpflichtet hat. Aber ja, solche Sachen wie über 126 Personen haben diesen Artikel in ihrem Warenkorb, waren ja schon immer irreführend, wenn es nicht stimmte. Ich habe aber immer relativ laut vertreten, dass dass es eben nur dann irreführend ist, wenn das auch nicht stimmt. Und da ist natürlich dann die Beweislast erst einmal bei demjenigen, der da meint, es sei wettbewerbswidrige Werbung. Also da würde ich sagen, das fällt dann eben eindeutig unter den DSA und alles, was eben die Entscheidungsfreiheit der Verbraucher unlauter beeinflussen soll und sie sozusagen dazu anhält, jetzt schnell eine Entscheidung zu treffen, ist da tendenziell vom 25 DSA erfasst. Ja, es gibt ja eine Vorschrift, ja, wo es um die rein zeitliche Komponente geht, schon jetzt im UBG, aber hier geht es eben auch um andere Sachen, die dazu, den Verbraucher dazu veranlassen sollen, jetzt möglichst schnell abzuschließen. Gut, ich glaube, den 30 sparen wir uns in dem Zusammenhang, der war da auch Gegenstand in der Abmahnung des VZBV. Und damit zu den zu der Frage, der immer kommt, warum müssen wir uns denn überhaupt daran halten? Naja, weil es halt teuer werden kann, wenn man es nicht tut. Ja, DSA spricht von der Geldbuße von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes, des vorangegangenen Geschäftsjahres. Das kann schon ganz schön wehtun. Gibt halt auch die Möglichkeit, Zwangsgelder bis zu 5% zu verhängen. Jetzt muss man nicht gleich panisch werden. Ja, wir kennen das schon aus anderen Regelungsbereichen, sei es nun die DSGVO zum Beispiel. Es ist ja nicht so, dass wenn man gegen eine Vorschrift verstößt oder mutmaßlich verstößt oder in geringem Umfang verstößt, dass dann sofort die 6% ausgepackt werden, sondern es ist natürlich nur eine Spanne, die möglich ist. Und wenn ich zum Beispiel gegen die Informationspflichten des DSA verstoße, und da haben viele Mandanten von uns nachvollziehbarerweise natürlich schon ein bisschen Sorge, dass sie da irgendwo vielleicht was übersehen oder das Gesetz vielleicht anders auslegen, als der Gesetzgeber dann vielleicht tut oder eine Aufsicht dann gegebenenfalls tut, da ist eben ganz klar geregelt, da ist die Geldbuße begrenzt auf maximal 1% des Vorjahreseinkommens eben und eben auch als Maximalbegriff. Aber es ist eben nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, also beschäftigen muss man sich damit und sich bemühen, das möglichst richtig zu machen, sollte man auch. Genau, die Zuständigkeit, Martin, hattest du schon gesagt, liegt ganz überwiegend bei der Bundesnetzagentur. Das würde ich insofern nicht nochmal weiter vertiefen. Und dann sind wir im Grunde schon beim Fazit, Martin. Genau, dann sind wir. Muss man sich ja nur merken, wenn man nicht zugehört hat die ganze Zeit. Beim Fazit, genau, too long did not listen. Also ja, ich glaube, die Hauptmessage für einfache Online-Shops gilt der DSA nicht. Und wir werden ja gleich bei der Fragerunde noch die ein oder andere Nachfrage haben zu der Frage, bin ich denn noch ein einfacher Online-Shop oder habe ich das verlassen und werde jetzt hier zu einem Vermittlungsdienst, weil ich eben Informationen der Nutzer speichere. Ja, ich bin jedenfalls
ein Hosting-Dienst, wenn ich quasi Cloud-Funktionen mit übernehme, wenn ich quasi ja, für Informationen für den Nutzer speichere, und zwar egal, ob ich die jetzt dauerhaft veröffentliche oder nicht. Die Frage der Veröffentlichung führt dann dazu, ja, dass ich auch eine Online-Plattform werden kann. Ja, und wie gesagt, wir haben versucht, ein bisschen Guidance zu geben, auch anhand der Beispiele, wann die Schwelle zum Hosting-Dienst aus unserer Sicht überschritten ist. Meine Prognose wäre, dass die eher früh überschritten ist. Aber ja, ich bin eben ja, dann mag sein, dass man noch aus den Online-Plattformen, also Anwendbarkeit der Vorschriften für die Online-Plattform herauskommt, wenn man das eben bloße Nebenfunktion ist und doch wir argumentieren können, nein, unser eigentlicher Service ist, wir verkaufen hier Produkte. Ja. Ja, wir verkaufen unsere eigenen Produkte an unsere Kunden. Und wenn wir jetzt hier Bewertungen zulassen und auch wenn da jetzt Kunden Fotos hochladen können, ja, dann kann man sicherlich argumentieren, okay, wir mögen Hosting-Dienst sein, weil die Fotos speichern wir jedenfalls mal, aber ja, das ist jetzt hier nur Nebenfunktion, deshalb sind wir jetzt keine Online-Plattform. Aber ja, wir haben ja die Beispiele aufgezählt. Je wichtiger das für Sie wird, je mehr Sie eine Community um Ihren Shop herum bilden, was ja der Ratschlag ist von vielen Beratern, was wir in der Beratung sehen, ja, je mehr Sie auch für Austausch sorgen und je mehr das alles darauf einzahlt, dass Leute ja, ja, mit ihren Bewertungen auch dazu führen, dass eben andere Leute da kaufen und so weiter, umso eher wird man sagen können, dass das eben nicht mehr bloß eine Nebenfunktion ist. Ganz klar ist, wenn Sie Dritten Gelegenheit geben, selbst Verträge zu schließen, werden Sie zum Marktplatz und der DSA greift in jedem Fall. Und dann ja, hatten wir ja gezeigt, welche Eingruppierung oder welche unterschiedlichen Pflichten sich dann daraus jeweils ergeben. Da müssen Sie ja gucken, in welche Kategorie Sie fallen. Genau, jetzt die Handlungsempfehlungen sind jetzt ehrlich gesagt nicht so überragend. Ja, Sie müssen das machen, was Sie jetzt wahrscheinlich hoffentlich gedanklich schon ein bisschen gemacht haben, nämlich prüfen, ob Sie darunter fallen. Einfach entscheiden, ja, ob man jetzt in diesem Moment schon die Schwelle zum Hosting-Dienst überschritten hat oder sogar eine Online-Plattform wird. Das im Blick haben, das ist das Monitoring, was ich meinte. Ja, wenn es Ihnen leicht fällt, ja, können Sie auch erstmal davon ausgehen, dass Sie da drunter fallen und die versuchen, die Bestimmungen einzuhalten. Ja, es ist aber auch denkbar, da sich sozusagen einmal zu entscheiden und dann eben nicht, wenn irgendwie Landgericht Ansbach oder Amtsgericht Buxtehude irgendwie entschieden hat, dass jetzt aber der oder der Online-Shop jetzt doch darunter fällt, sich da jetzt gleich sozusagen verunsichern lassen. Es gilt, wie es bei der DSGVO auch war, Wiedervorlage, mal mindestens 6 Monate, bevor man es wieder reviewt. Ja, ich denke schon, dass es ein wichtiges Thema ist, dass man sich damit befassen muss, aber jetzt nicht jedes Mal neu und wenn irgendein Anwalt auf irgendeiner Plattform irgendwas geschrieben hat, sich dann davon wieder verunsichern zu lassen. Jo, damit sind wir beim Werbeblock und Max bei den Fragen. Ja, wir haben ja versucht, schon auf ein paar einzugehen, aber vielleicht gehen wir sie einfach mal durch, soweit sie noch nicht beantwortet worden sind. Hier, ja, damit du nicht über dich selber sprechen musst, kündige ich mal Schade, ich dachte, ich kann endlich mal über mich selber sprechen. an. Genau. Also am 6.6., das ist in 3 oder 4 Wochen, Drei, glaube je ich. In nachdem, wie drei. man rechnet. Ja, berichten wir ein bisschen aus der Praxis. Also genau genommen berichtest du ein bisschen aus der Praxis zusammen mit dem Henrik von Blackboat, einem Unternehmen, was sich auf New Work und Anwendung neuer Technologien In Unternehmen beschäftigt, genau. genau. Und ihr macht ein bisschen, wie geht man eigentlich so ein KI-Projekt an, was wir jetzt einfach sehr viel haben, Ja. wo die rechtliche Komponente eine sehr wichtige ist, aber eben auch nicht die einzige und nicht mal so, nicht mal bis, warum es was verhindert, dass das KI-Projekt ins Rollen kommt. Ne? Richtig, richtig. Da möchte ich das Recht mal in Schutz nehmen. Das ist vielleicht nochmal Thema für ein eigenes Webinar. Wie ist das mit den rechtlichen Rahmenbedingungen bei KI eigentlich? Aber wir wollen vor allem einmal darüber sprechen, wie funktioniert eigentlich generative KI? Ja? Welche Modelle und Möglichkeiten gibt es da überhaupt?
Wie kann man generative KI wie ChatGPT zum Beispiel Microsoft Copilot effektiv umsetzen? Und dann natürlich auch, wenn man tatsächlich das eben vorhat, wie gehe ich so ein Projekt an, wie setze ich das im Unternehmen um, sodass es eben auch die rechtlichen Vorgaben einhält, wie ist es mit der Haftung, brauche ich KI-Richtlinien in meinem Unternehmen und wenn ja, was muss da eigentlich drinstehen? Genau, und im Idealfall kommen Sie auch dahin, wenn Sie in Ihrem Unternehmen gerade KI umsetzen wollen und wissen danach genau, was Sie tun müssen, damit Sie das sinnvoll und rechtmäßig ausgerollt bekommen. Gut, Max. Ja, dann kommen wir zu den Fragen. Ich gebe mir Mühe, nur die zu stellen, die noch nicht zumindest vollständig beantwortet wurden. Also die erste Frage: Falle ich als Online-Shop mit Kommentar- und Bewertungsfunktion unter den DSA? Ja, das haben wir schon versucht zu beantworten, aber ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Da muss man sich ein bisschen angucken, wie umfangreich das ist. Also wenn ich eben nur direkt, ich glaube, dein Beispiel war vorhin, Martin, im Online-Shop direkt am Produkt angeben kann, tolle Knoblauchpresse, dann glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass das nicht der Fall ist. Wenn ich da umfangreiche Interaktionen ermögliche, was auch so in Richtung Forum geht, dann sind wir da drin. Okay, dann die nächste Frage. Ein App Store fällt somit relativ klar als Online-Plattform und gegebenenfalls Vermittlungsdienst unter den DSA, oder? Ja. Grüße gehen raus, Nils. Okay, eine ganz klare Antwort. Dann als nächstes noch, ich hoffe, das wurde auch noch nicht beantwortet. Sie haben erklärt, wann ein Online-Shop als Hosting-Dienst einzuordnen ist. Wann sieht es mit der Einordnung als Vermittlungsdienst aus? Hosting-Dienst, also Vermittlungsdienst ist ja der Oberbegriff. Wir haben ja, vielleicht schaffe ich das kurz hier einmal zurückzuspringen auf die Slide, die Marlene nicht mochte. Wir haben es jetzt hier ein bisschen vereinfacht gemacht und die Hosting-Dienste sozusagen als Untermenge der Vermittlungsdienste eingeordnet, aber in Artikel 3. Ja, DSA ist die Definition der Vermittlungsdienste drin, Buchstabe G. Und da gibt es sozusagen, das ist der Oberbegriff Vermittlungsdienst, dann reine Durchleitung, Caching-Leistung und Hosting. Und warum wir jetzt hier immer fragen, warum wird ein Online-Shop zu einem Hosting-Dienst, ist, weil wir uns keine Fälle eingefallen sind, wo es jetzt nur darum geht, Informationen weiterzuleiten, also zu cachen und weiterzuleiten. Das richtet sich im Prinzip an die IT-Infrastruktur, also an Anbieter, Access Provider, hätten wir früher gesagt. Also im Grunde haben wir überlegt, wenn Sie aus dem E-Commerce kommen, wann sind Sie denn dann eigentlich ein Vermittlungsdienst und das sind Sie, wenn Sie ein Hosting-Dienst sind. Genau. Gut, dann die vorletzte Frage, wie ich das sehe. Sind Angebote von verbundenen Unternehmen als Fremdangebote einzuordnen? Ja, die Frage, da fühle ich mich dafür verantwortlich und blätter hier schon die ganze Zeit im Kommentar. Es gibt ja Gott sei Dank, anders als zum Data Act, schon zwei Kommentare zum Digital Services Act. Also maßgeblich ist die Vorschrift, ist der Artikel 30, oder für alle nochmal die Frage zusammengefasst. Es geht im Prinzip darum, bin ich, wir haben doch gesagt, wenn ich, ich bin ganz klar Marktplatz wenn ich nicht nur meine eigenen Produkte anbiete, sondern wenn ich Dritten Gelegenheit gebe, auf meiner Plattform Verträge zu schließen. Und da würde ich nie unterscheiden zwischen, ob das jetzt Konzernunternehmen sind oder völlig fremde Dritte. Aber entscheidend ist, ob die wirklich auf der Plattform selbst Verträge schließen können. Wenn ich Anbieter der Plattform bin, aber die Verträge, so, also ich Anbieter des Dienstes bin, aber die Verträge sollen mit meiner Schwestergesellschaft zustande kommen, dann begebe ich mich sehenden Auges in die Fänge des DSA. Also ein Konzernprivileg wäre mir bewusst. Genau. Dann stellt sich die Frage, ob man es so machen sollte. Da mag es sein, dass man dann versucht, da den Dienst noch zu trennen, dass man sagt, der Shop in unserem, das haben wir auch mal für Mandanten gemacht, dass wir gesagt haben, also die ganze Website ist von der so und so Gesellschaft, aber der Shop ist ja von diesem Anbieter, das ist für unsere Sales-Einheit, dann wird man vielleicht sagen können, okay, dann ist halt die Sales-Einheit
der Shop und diese dafür Verantwortlichen so ein bisschen gucken, wie man das im Impressum darstellen soll. Das würde im Prinzip gehen, dann würde man quasi auf den Shop abstellen und sagen, es sind zwei getrennte Dienste und beide fallen dann nicht unter den DSA. Aber sobald Sie da von zwei Tochtergesellschaften Produkte drin haben und die selber die Verträge schließen, sind Sie auf jeden Fall drin als Marktplatz und in den Artikel 29 folgenden DSA. Gut, dann denke ich, dass soweit alle Fragen beantwortet wurden. Falls nicht, können Sie aber gerne eine unverbindliche Mail schreiben. Die Kontaktdaten sowie die Folien und einen Link zur Aufzeichnung erhalten Sie noch im Anschluss per Mail. Dann findet nächste Woche bereits das nächste Webinar mit Nicole Beranek-Sanon und Lasse Konrad zu Erpressungssoftware und Ransomware – Entscheidungshilfen für den Ernstfall statt. Sie können sich gerne noch kostenlos auf unserer Website anmelden. Dann bedanke ich mich für Ihr Interesse und von meiner Seite schon mal auf Wiedersehen. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren und danke Martin und bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt noch eine Minute zu füllen, bis damit wir wirklich genau 11 Uhr Schluss machen. Aber darauf, nein, darauf dann verzichte ich. Von dir. Da verzichte ich. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Fragen haben dazu. Wie gesagt, DSA beschäftigt uns jetzt auch vermehrt, sind auch gerade wieder gewachsen. Deswegen her mit den Fragen und dann gutes Gelingen bei der Umsetzung. Bis dahin, vielen Dank.